So, damit haben wir jetzt erstmal 100.000 Millionen 50 Zäune. Die Zäune packen wir dahin, wo sie hingehören. Nämlich nach draußen. Ist immer eine gute Idee, ich weiß. Ich habe hier manchmal immer noch Angst, wenn ich mich hier in das Schlafzimmer lege, dass dann einfach mal ein Oger daherkommt. Erstmal aufräumt. Muss ich nicht haben, ganz ehrlich, muss ich nicht haben. Ich sollte mir ein Bett mitnehmen, man weiß ja nie. Ne, immerhin sind wir da ziemlich weit weg von der nächstbesten Behausung. Theoretisch bräuchte ich da nochmal irgendwie Koppel oder sowas, mit dem ich mir dann so eine Notfallbehäusung, bauen kann. Hier, komm, nehme ich die 7 auch nochmal mit hier. So, dann ist halt kein angefressener Stack drin. Dann gucke ich mal ganz kurz, haben wir denn noch ein fertiges Bett? Bett. Fackeln, Leitern, Betten. Ja, wir haben jede Menge Betten, Gott sei Dank. Wo habt ihr jetzt die Wolle? Ich glaube, irgendwo in der Richtung. Nessert-Gedöns, noch mehr Nessert-Gedöns. Hier hatten wir dann irgendwo Schnee, Ziegeltreppen, Ziegel, Lehm. Ich glaube, hier war das doch irgendwo, ne? Schneebälle, Eis, Teppiche, Wolle. Das ist super. Ich meine, es wird reichen, aber... Nö. Nee. Ja, sieht schon besser aus. Knochen. Wo haben wir denn hier Fäden? Da haben wir Fäden. Nehmen wir mal davon was mit hier. Machen davon mal so ein paar herrenlose Wolldinger hier. Weil wir weiß, wofür wir die farbige Wolle noch verbrauchen können. Zack. Ja gut, ich sollte vielleicht immer Holzbretter haben, bevor ich dann hier irgendwie ein Bett bauen will. Weil du kannst natürlich auch ein Bett aus ganzen Stämmen bauen. Das ist wie Melonensaft mit ganzen Früchten, nur ein Bett mit ganzen Stämmen. Ne? Denk mal drüber nach. Und funktioniert aber nicht so gut. So. Dann wollen wir mal. Auch wenn wir den Weg dahin erstmal dann irgendwann mal hinbauen müssten, aber dann müssten wir erstmal wissen, hey Mensch, wo fangen wir denn eigentlich an? Da ist eine Ratte. Du bist auch eine Ratte, ne? Ich versuche hier gerade. Ja, ist eine Ratte. Sonst. Es geht nämlich mit Mäusen. Wenn man eine Maus mit einem Rechtsklick auf dem Schwanz hat geklickt, dann. Guten Deutsch. Dann. Na, sag schon. Kann man die quasi mitnehmen. Ähnlich wie. Wie heißt das? Ja, diese Miniskorpione. Mit unserem Paul und so. Ich war ja auch am Überlegen, ob das erste Tier, das wir uns dann hier anschaffen werden, dann hier Mammut sein wird. Halt einfach, weil der ist offensichtlich. Aber ein Mammut zu zähmen, das geht nur mit Mammutkälbern. Und ein Mammutkalb erstmal finden, du, wow. Da müssen wir ja ewig auf Reisen gehen. Ewig. Man ist ja schon froh, wenn man ein Mammut an sich findet. Aber ein Mammutkalb. Ja. Ich meine, wir können es gerne... Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also das, was ich halt gelesen habe, war halt nur, dass es nur mit Mammutkälbern funktioniert. Aber ich werde es halt auch nochmal probieren, ob es auch mit normalen Mammuts klappen wird. Nur brauchen wir dafür erstmal... Was brauchen wir? Zuckerstückchen oder Kuchen. Leider nicht mit Keksen. Warum funktioniert das nicht mit Keksen? Das ist unlogisch. Zuckerstückchen. Ich meine, Zuckerstückchen ist grundsätzlich auch immer sehr gut. Kann man Mammut auch mit locken. Ja, also das ist gar keine Lüge. Aber warum keine Kekse? Ich würde das eigentlich grundsätzlich einprogrammieren, dass man das dann mit Keksen locken kann, aber ich verfüge nicht über den Source Code von More Creatures. Ja, gut, mit 5 Kuchen locken ist natürlich auch schon etwas. Also du brauchst halt tatsächlich entweder 5 Kuchen oder 10 Zuckerstückchen. Ist einfacher, die 10 Zuckerstückchen herzustellen, als 5 Kuchen. Ist so. Ach Mensch, wir haben ja kaum was zu essen. Das habe ich mir gut überlegt.
Mal wieder typisch ich. Ja, ja. Dann bauen wir uns erstmal so eine kleine Notfallbehausung. Und zimmern da unser Bettchen rein. Haben wir denn überhaupt eine Fackel? Ja, wenigstens das haben wir. So, dann kommt das hier irgendwo hier so hin. Ah, es ruckelt manchmal, das ist verwirrend. Hier. Kommt das mal dahin, kommt hier. Gedöns und noch mehr Gedöns. Super, jetzt habe ich natürlich kein Holz, ne? Dann müssen wir gleich nochmal ein Bäumchen abzimmern. Damit wir an Holz kommen für eine Tür. Weil ich mir das natürlich mal wieder sehr gut überlegt habe. Während ich hier rumgezimmert habe und mal wieder so gedacht habe, oh ja, also eigentlich habe ich gar nicht gedacht. So wie immer. Ja, aber ihr wisst schon, das Übliche. So, dann kommt hier erstmal eine Fackel rein. Hier kommt ein Bettchen hin. Eine Fackel. Bird. So, und dann holen wir uns mal eben schnell ein paar Bäumchen ab. Und dann muss ich mir überlegen, wie wir das hier genau machen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, ob es so praktisch ist, hier auf unebenem Gelände eine Zoo-Gegend zu erstellen. Eigentlich würde ich eher die Gehege an sich dann terraformisieren. Aber wenn du jetzt nur einen Zoo hast, da hast du ja grundsätzlich, also wenn du in deinen örtlichen Zoo reingehst, ne? Weiß nicht, dass, ob du da über Berg und Tal laufen musst, vielleicht manchmal, aber dann gibt es ja eigentlich auch immer Treppen für oder zumindest ganz leichte Neigungen, aber nicht sowas, weißt du, so jungfräuliches Terrain. Terrain ist auch so ein tolles Wort. Kriege ich gar keine allergischen Reaktionen von. Nein, nein. So. Also es würde eigentlich mehr Sinn machen, wenn man eine flache Ebene hat. Also mehr Sinn in Anführungszeichen. Das ist genauso ein Sinn, wie es wäre realistischer in Minecraft. Ich meine, was ist hier schon realistisch? Na, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Von daher würde er halt auch, wenn wir dann hier so ein kleines Dingens haben für Skorpione oder sowas, da sieht das halt aus, Kleider mit Sand oder sowas. Oder halt auch, wenn wir die Mammuts haben, dass wir da halt so eine Mini Schneelandschaft haben und sowas. Und dann ist es halt auch so eine Frage, mit welchem Tier fängt man denn am besten an? Theoretisch würde es sich auch fast anbieten, wenn man von dieser Ebene aus alles hier erstmal mit einer Erdschicht zugleistert, bis nach irgendwo da hinten hin, wo es halt andings dann, das dann vielleicht hier im Terrain dann halt so bergfällig abfallen lässt, hier zum See hinunter. Boah. Und halt alles, was hier überflüssig ist am Bergen, dann vielleicht da noch ein bisschen wegmachen oder sowas. Das wäre ja dann auch wieder verdammt scheiße viel. Wo ich dann wieder verdammt scheiße viel Erde brauche. Erde haben wir. Aber die Frage ist, ob wir das machen. Boah, ja. Da könnt ihr mal mit dingsen. Also ich würde halt theoretisch ab dieser Ebene hier so alles irgendwie dann zu terraformen. Das wird etwas lange dauern. Etwas schneller als es jetzt hier geht, werden wir es dann schon optimieren. Wir werden auch da in der Zeit dann wahrscheinlich 100.000 Gesprächsthemen anschneiden. Ich meine, es wird kein Neumoria-Projekt, obwohl ja doch so halbwegs, zumindest von der Größenwahl her, ne, machen das halt alles hier auf das Level, dass es hier erstmal begradigt ist. Bis hier zum See ungefähr, da drüben noch ein bisschen rüber, da hinten ein bisschen hin, dass wir wirklich großes Gebiet haben, das da halt erstmal gerade ist. Ne, lass mal 9 gerade sein und sowas. Und ja, muss man halt nur gucken,
machen wir das wirklich so oder nicht oder vielleicht doch? Ich habe keine Ahnung. Sind halt jetzt erstmal nur so grobe Vorstellungen, die ich halt jetzt so habe. Ich befürchte fast, dass ich das tatsächlich so machen werde. Von daher könnt ihr mir dann auch wieder zahlreiche Gesprächsthemen in die Kommentare schreiben. Und ja, dann können wir dann wenigstens über 100.000 Dinger dann reden. Während ich hier das dann alles zu Terraform werde, das wird ja... Ach, nee, warum mache ich das immer? Weil ich immer meine, es ist die bessere Variante, ich weiß, aber... Naja, abwarten. Abwarten und Kakao trinken. Ja, das wird lustig. Das wird super, das wird toll. Ich meine, ein paar Fragen habe ich noch von dem Mokai. Der stellt ja immer wieder fleißig Fragen. Kannst du gerne auch weiterhin machen, Mokai. Der ist ja, ne, fleißiger Fragensteller. Immer dann, wenn ich da eine Frage, oder halt auch manchmal einfach so. Und zahlreiche Fragen habe ich halt auch noch von ihm. Und, also, was heißt zahlreich? Ich glaube, es sind 12 Stück oder sowas. Wenn ich mich nicht irre. Und ja, dennoch, ne, wenn ihr weitere Fragen habt, kann ich die dann hier auch noch beantworten. Ja, also es würde wahrscheinlich Sinn machen, wenn wir hier das alles zumachen. Und wenn wir hier dann Richtung See hier das genauso bergfällig abfallen lassen wie da, fände ich das wirklich sehr schön, dass du dann halt hier dann auch so einen riesen See hast. Doch, ja, wir machen das. Das wird zwar jetzt auch wieder kein Projekt, das von heute auf morgen jetzt dann vonstatten ist. Bis hierhin weiß ich nicht, ne? Aber halt bis, ja, wo war denn das jetzt? Irgendwo hier. Ach, geh doch mal schneller hier. Wenn dann die Ebene hier irgendwo andingsen wird. Ich hoffe, das tut sie. Was willst denn du hier? Na, dann würde das dann theoretisch funktionieren. Ist wahrscheinlich noch ein zu niedrig. Ja, das kriegen wir hin. Zur Not müssen wir halt noch mehr terraformen. Ich meine, es ist ein Zoo. Ein Zoo ist ein verdammt riesiges Gelände. Hier das, ne, den Fluss und sowas. Den würde ich da natürlich halt nicht weiter zu terraformen, weil Flüsse, ich weiß nicht, ich finde Flüsse toll. Ja, aber halt bei uns in unserer Stadt, der Zoo ist halt so verdammt riesig. Und von daher, doch, ja, irgendwie kriegen wir das hin. Vielleicht müssen wir sogar noch eine Ebene höher anfangen, obwohl ich finde die Ebene da eigentlich schon ganz gut. Das ist ja schon höher als manch eine Ebene. So bei unserem normalen Gedöns, ich glaube da sind wir auf Ebene 60 oder sowas, hier sind wir schon 10 Blöcke höher. Und ich meine, es zu bauen ist immer noch einfacher als alles abzubauen. Weil hier werden wir natürlich viel schummeln. Wir werden nicht alles massiv hier ausdingsen. Ne? Da kommt ein gigantischer Hohlraum rein, da wird gecheatet hier vom Feinsten. Und dann mal gucken. Das wird super. Das wird grandios. Aber wie gesagt, wir brauchen halt dafür Erde. Wir brauchen die Gesprächsthemen. Wir brauchen Kekse und Essen. Und ja. Da brauche ich tatsächlich mehr Vorbereitung, als ich gedacht hätte. Dachte mir so, ach ja, ne, machst du schon mal ganz grob hier mit den 100.000 Millionen 30 Zäunen da irgendwie schon so grobe Einzäunungen von irgendwie zukünftigen Gehegen oder sowas. Pustekuchen. Wir machen das jetzt alles noch geiler. Noch besser. Noch viel, viel besser. Legen hier erstmal in der Kiste irgendwie so kleinere Dutch ab. Wie zum Beispiel die ganzen Zäune. Dass die jetzt hier erstmal reinkommen. Und dann können wir das dann vielleicht im Angriff nehmen. Oh. Und dann mal gucken. Das wird super. Vielleicht. Eventuell. Jetzt aber erstmal wieder nach Hause. Mal gucken, ob wir das tatsächlich schon nächste Folge angehen werden. Oder halt, ob wir da noch so ein bisschen Zeit vergehen lassen. Uns nochmal um etwas anderes kümmern. Weil mir juckt es eigentlich schon seit Wochen in den Fingern, tatsächlich da zu den Koordinaten zu gehen. Bezüglich unsere tollen Tipps, die wir erhalten haben. Wir haben auch schon relativ lange keinen Tipp mehr erhalten. Wahrscheinlich, weil wir so langsam mal
den ganzen hinterhergehen sollen und mal tatsächlich gucken gehen sollen, was ist denn so an mancher Position. Ja, aber da müsste ich halt erstmal wieder die ganzen Bücher hier zusammensammeln, welche wir dann inzwischen gesammelt haben und ja. Dann mal gucken. Das kriegen wir aber irgendwie hin, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, mal schauen. Dann natürlich mal gucken, was ist denn da irgendwo hinten in den Koordinaten, was wir derzeit noch nicht wissen. Aber mal schauen. Das kriegen wir hin, vielleicht, eventuell, möglicherweise. Aber auch nur, wenn ihr jetzt sagt, jopp, gehen wir langsam hin. Wenn ihr sagt, nee, du bist dafür noch nicht bereit, dann bleibe ich natürlich hier. Ihr habt mal wieder etwas in der Hand, könnt mal wieder über irgendwas entscheiden. Und ja, dann mal gucken. Das wird super. Vielleicht. Also eigentlich werde ich wahrscheinlich sterben, früher oder später. Wenn ich irgendwas kann, dann sterben. Ne? Aber nur gut. Ich bin jetzt auch schon fast zu Hause, habe jetzt gerade auch mal wieder den Nachhauseweg hier zugequatscht. Mit Gedöns und mit immer wieder das Gleiche. Das kann ich immer am besten. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Gedönsen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin. Tschüss.